Seid gegrüßt, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder meinen Kanal der Sachsenbauer eingeschalten habt. Ja, der Sachsenbauer ist heute wieder auf dem Hof Frühling unterwegs. Wir haben immer noch Juli. Wer das letzte Video gesehen hat, weiß ja, ich bin sehr zeitig aufgestanden und habe eine meiner Wiesen angefangen zu mähen. Das habe ich fertig gemacht. Und heute hatte ich auch einen Termin beim örtlichen Maschinenhändler. Nur der hat erst 8.30 Uhr geöffnet. Von daher habe ich die Wiese erstmal noch auf Schwatt gelegt. Und ja, jetzt seht ihr hier ja einige neue Geräte. Zum einen den Striegel, den habe ich nun endlich mal weggeholt vom Hof des Händlers. Und zum anderen ein Frontmähwerk. Und zwar das Klaas Corto 290FN. Und was ja eigentlich mein Hauptanliegen war, weswegen ich zum Händler wollte, diese komische Transportbox, die ich das letzte Mal versucht hatte mit Heu zu füllen, was nicht funktionierte. Da habe ich ihn doch etwas wütend angerufen und gesagt, das Ding, das funktioniert überhaupt nicht, wie ich es brauche. Ich möchte es gern zurückgeben oder tauschen. Ja, und da war er dann doch recht kleinlaut und hat auch schnell zugestimmt, mir das Ding zurückzunehmen, den Kaufpreis zu erstatten und hat mir das Teil hier angeboten. Und was soll ich sagen? Gekauft, probiert, funktioniert. So, und weil er doch jetzt ein bisschen ein schlechtes Gewissen hatte bei der ganzen Sache, hat er mir nochmal 20% Nachlass auf dieses Frontmähwerk gegeben. Das alte habe ich auch in Zahlung bei ihm gegeben, das Seitenmähwerk. So dass ich beim Tausch der Geräte, wer vielleicht noch die Summe von meinem Konto im Kopf hat, maximal 1.500 eingebüßt habe bei dem ganzen Tausch. Und damit kann ich doch ganz gut leben. So. Hintergrund des Frontmähwerks ist der, ich möchte doch im größeren Stil Silage von meinen Wiesen verkaufen und will halt von Mähen hinten Ladewagen dran und das Ganze ins Fermentersilo fahren. So der Plan. Gut, und jetzt hat mich auch schon der Viehhändler angerufen, der braucht dringend Silage. Und ich habe ja noch 86.000 Liter übrig gehabt vom letzten Jahr, so dass ich schon mal einen Zug befüllt habe, habe den 515er angespannt und wir werden jetzt als erstes mal die Silage zum Viehhändler bringen. Und das sollte eigentlich schon mal die 1.500 Euro, die ich jetzt beim Gerätetausch eingebüßt habe, kompensieren. Sollte sogar noch ein kleiner Gewinn rausspringen. Ja, das ist sehr, sehr viel Rechnerei hier im Moment auf dem Hof Frühling. Ich habe ja immer noch eine Sache im Hinterkopf. Ihr wisst's, ich brauche noch einen Maispflücker für meine Sonnenblumen und auch für ja, doch diverse Aufträge, die ich da hoffe zu bekommen. Und mein Ziel ist auf jeden Fall, den Maispflücker käuflich zu erwerben und nicht zu mieten. Mieten wäre jetzt unkompliziert, preiswert, aber ich möchte ihn gern kaufen. Und das Ding kostet aber knapp 40.000 Euro. Nein, Quatsch. Knapp 50.000, 49.000 unterdrückte. So, und da fehlen mir ja noch 10.000 Euro. Eigentlich noch mehr, weil ich brauche ja einen gewissen finanziellen Puffer. Und das möchte ich zwischenzeitlich jetzt mit Silage kompensieren. Auch wenn es nicht der Top-Preis ist, ne? Jetzt schauen wir erstmal, was wir mit den beiden Anhängern hier erzielen können.
So, kippen mal nach links ab. Ich glaube, wir müssen noch ein Stück vor. Jawohl. Und sehen mal, was rumkommt. Oh, wieso habe ich denn hier die Rundumleuchte angemacht? Aber das sieht schon gut aus. Mit dem ersten Anhänger habe ich mein kleines Minus vom Gerätetausch schon mal wieder reingeholt. Er meinte auch, mit dem ersten Zug reicht es erstmal fürs Erste. Im Laufe des Tages soll ich ihm dann noch zwei oder, wenn es geht, drei Züge vorbeibringen. Wir gucken mal. Ich würde nämlich jetzt als nächstes doch ganz gern mal meine neue Mähtechnik in Kombination mit dem Ladewagen ausprobieren. Ich hoffe, dass das alles so aufgeht, wie ich mir das denke. Aber das werden wir gleich sehen. Auftragstechnisch hat sich leider immer noch nichts getan hier auf der Karte. Es gibt einen einzigen Auftrag, Ballenpressen. Ja, habe ich ja schon oft genug erwähnt. Kann ich leider nicht annehmen, da mir da die notwendige Technik fehlt dazu. Und wenn ich die mir noch miete, ja, ich glaube, dann macht das Ganze keinen Sinn, weil der Gewinn so schmal ausfällt, dass sich das nicht rechnet. So. Wir werden erstmal den Zug hier abstellen. Mal kurz schauen. Na, Hope, guten Morgen. Alles gut bei dir? Ja, er macht einen zufriedenen Eindruck. Den Kühen geht's auch gut. Nur halt mit dem Nachwuchs, das sieht noch schlecht aus hier. Aber ich hoffe einfach mal, dass es zum Ende des Jahres hier ein paar Kälbchen gibt. Rehe gibt's genug auf der Map, nach wie vor. Den Striegel, das hatte ich ja auch erwähnt, ne? Den habe ich quasi, da habe ich noch verdient dran. Ich habe meine alte Wiesenwalze verkauft und dafür den Striegel genommen. Der war günstiger, sodass ich da noch einen kleinen Gewinn erzielt habe. So. Hängen wir mal das Klaas Corto an, holen uns den Ladewagen raus. Ich hoffe, dass ich dann mit dem ganzen Gespann hier ordentlich vom Hof komme. So. Und jetzt machen wir einfach mal einen Test. Jetzt machen wir aber mal das Blitzlichtgewitter dazu an. Naja. Viel länger dürfte diese ganze Kombination nicht sein, sonst wird es halt eng, ne? Und jetzt fahren wir mal zu unserer zweiten Wiese. Ich werde sicherlich die Kurven etwas weiträumig fahren müssen.
dass auch der Ladewagen die Chance hat, das gemähte Gras gleich aufzunehmen. So, schön vorsichtig. Keine Lust, wieder Stress mit dem Stadtbauhof zu bekommen, weil ich hier irgendwelche Verkehrsschilder wegrasiert habe. Und der Mais, der wächst und wächst und wächst. Ja, also der Maispflücker, der muss wirklich bald hier auf dem Hof stehen. Wie sieht's aus auf der Wiese hier? Sehr schön. Ich hoffe mal, dass da jetzt ein bisschen was zusammenkommt bei der ganzen Geschichte. Wie gesagt, weiträumige Kurven sind wichtig. Immer wieder ein Traum, dieses Mähwerk, dieser Start und ja, Startsound, und auch wenn man es ausschaltet, ich finde es einfach nur genial. Wer damit spielen möchte, ne, gibt es im Mod-Hub das Ding, könnt ihr euch runterladen und auch genießen. Gibt ja bestimmt noch mehr so Soundfetischisten unter euch, so wie mich. Gut, und damit würde ich sagen, wir drosseln mal noch ein bisschen das Tempo, senken die ganze Geschichte ab hier und gucken mal, ob meine Pläne funktionieren. Oftmals ist es der Fall, manchmal auch nicht. Die Kurven sind das Spannende. Wie gesagt, ich muss versuchen, weiträumige Bögen zu fahren. Auch wenn wir da den ein oder anderen Halm stehen lassen, es wächst ja wieder nach. Gerade hier vielleicht nicht ganz so eng. Und wenn was liegen bleibt, im schlimmsten Fall muss ich halt mit dem Ladewagen nochmal eine Runde drehen. Ist ja, denke ich, im wahren Leben auch nicht anders. Ne? Da wird auch nicht jeder Halm aufgenommen. Die Reste, bevor sie anfangen zu gammeln, kann ich dann noch mit dem Striegel entfernen. So, ja, in den Kurven wird es eng. Da bleibt doch was liegen. Aber es spart auf jeden Fall einen Arbeitsgang ein. Und das ist ja mein Ziel, hier auf dem Hof Frühling effizienter zu werden. Und selbst wenn ich Heu machen will, habe ich mir überlegt, könnte ich mir dann hinten gleich den Zetter ankoppeln und das Gras einmal auflockern. So, jetzt haben wir natürlich hier eine ziemlich scharfe Ecke drin, da müssen wir doch neu ansetzen.
bleibt halt nicht aus, ne? Und da werden wir auch mal den einen oder anderen Halm platt fahren. So, Vorsicht mit dem Zaun da hinten. Ich denke, ich werde 3 Vorgewände machen müssen, um dann noch hier die langen Bahnen fahren zu können. Aber zwischendurch müssen wir bestimmt den Ladewagen schon wieder leeren. Weil der ist bei 85%, also es kommt doch ganz gut was zusammen an Gras hier. Hier jetzt auslaufen lassen und noch mal frisch ansetzen. Ja, die Zäune sind halt ein bisschen das Problem hier, ne, auf der Karte. Aber das kriege ich gelöst, hoffe ich. Na, komme ich noch vor bis zum Tor? Das sieht gar nicht schlecht aus. So, 99%, da lassen wir es gut sein. Puh, das ist ein Winkel, hier komme ich doch nie rum. Oder? Ich habe aber auch keine Lust, das Mähwerk erst abzukoppeln. Müssen wir uns mal schön sachte hier runtertasten. Doch, das sieht gut aus. So, also ich bin ganz zufrieden mit dieser Kombination. Was sagt ihr? Kann jetzt schon die erste Fuhre wieder ins Fermentersilo bringen. Das kann dann wieder seine Arbeit beginnen. Ja, und dann sind wir ruckzuck fertig mit der Wiese. Meine Felder, hatte ich ja auch gesagt, die will ich ja noch mit diesem neu erworbenen Saatbettgrubber. Was heißt erworben? Nein, der ist mir vom Händler zur Verfügung gestellt worden, testweise für diese Saison. Ja, mit dem möchte ich noch ein schönes Saatbett herrichten. Aber da habe ich noch, naja, man kann sagen, fast 2 Monate Zeit. Ich will Winterweizen, Wintergerste andrillen. Und das können wir erst im September. So. Das läuft ja wie geschmiert. Ich hoffe, es bleibt so. Ist ja Wahnsinn, noch kein Schild umgefahren. Ach nee, halt lieber die Klappe, Sachsenbauer. Am Ende geht doch noch was schief und naja, ihr wisst schon, ne?
Apropos schiefgehen, ne? Den Torflügel, den kann ich dann schon wieder mal richten. Der ist hinüber. Okay, vergessen auszuklappen. Gut, ich werde jetzt hier versuchen, die Ecke noch ein bisschen wegzunehmen. Aber erst muss ich warten, bis das Mähwerk hier seine Arbeitsdrehzahl erreicht hat. Und jetzt können wir starten. Halt ein bisschen eine spitze Ecke hier, ne? Am besten noch mal zurückschieben. Und noch was davon wegnehmen. Ja, ist vielleicht ein bisschen mehr Kurbelei, aber trotzdem ist die Wiese dann gemäht und auch das Gras verladen. Wie gesagt, in den Kurven muss ich dann, denke ich, noch mal kurz nacharbeiten. Leistungstechnisch passt das alles recht gut zusammen. 140 PS hat der kleine Favorit hier. Nein. Kein Favorit. Ein Vario ist es. Jetzt noch mal auf der Gegenseite runterfahren. Dann sollte ich eigentlich genug Platz zum Wenden haben. So. Gut, das sieht doch jetzt gar nicht so schlecht aus. Halt, stopp, nicht das Gras kaputt fahren. Setzen wir uns mal innen rein und
Ja, da können wir auch schön die Kante sehen. Über 50% schon wieder gefüllt, der Ladewagen. Ja, ob es drei werden, glaube ich jetzt nicht ganz, aber egal. Das Gras wächst ja immer wieder nach und da denke ich, kommt schon noch was zusammen. Die Wiese am Hof, wie gesagt, ist geschwaddet, die muss ich noch in den Fermenter schmeißen. Dort wird es natürlich am Hof auf der Wiese ein bisschen, naja, komplizierter. Ja, doch, kann man schon sagen, ne? Die ist ja nicht so mit langen Bahnen gesegnet. Aber auch das kriege ich irgendwie hin. Kriegen wir es ja jetzt hier gebacken, mit einer schönen Schleife wieder frisch ansetzen zu können. Jawohl, genauso hatte ich mir das erhofft. Und das war der falsche Knopf. Sorry, aber ja, irgendwas muss ja schief gehen, ne? Den Motor wollte ich natürlich nicht abwürgen, sondern eigentlich nur das Mähwerk heben. So passt das. Wäre schön, wenn die ganze Bahn, nicht Bahn noch reinpassen würde. Na, aber das ist gar nicht schlecht und ich denke 98%, damit können wir leben. Und damit ist die zweite Fuhre für den Fermenter im Ladewagen drin. Ja, und ich würde sagen, für heute beende ich dieses Video. Hoffe, dass es euch gefallen hat, zuzuschauen. Und wenn ja, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Vielleicht noch ein kostenloses Abo dazu, wer es noch nicht getan hat. Würde mich riesig freuen und hilft natürlich meinem Kanal. Und damit sage ich danke und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.